Hallo zusammen, hier ist wieder euch, Lan, Toshi da für euch hier in Dragonflight unterwegs und so wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Archäologie-Fragmente, die wir benutzen wollen, um uns Synroc zusammen zu basteln. Und um die zu kriegen, machen wir jetzt einmal 100 restaurierte Artefakte auf. Standesgemäß habe ich die Archäologie-Drohne hier mal genommen, um so ein bisschen extra Support noch zu kriegen im Archäologie-Bereich. Und ja, jetzt tauschen wir als erstes mal unsere Kisten um. Und zwar restauriertes Artefakt können wir umtauschen gegen die trollischen Artefakte. Und zwar wollen wir 100 kaufen, nicht 110. Also checken wir nochmal trollisch. Kaufen wir die. Und ja, irgendwie bin ich jetzt in den Ego-Modus gegangen. Gut, für Archäologie Sachen aufmachen jetzt auch nicht so wichtig. Und ja, jetzt tröpfeln die Kisten mal rein. Für die Leute, die das sich jetzt hier gar nicht auskennen, aus den Kisten kommen halt die Trollrelikte und die kann ich dann wiederum benutzen, um hier halt diese Sachen zu vervollständigen. Und ja, da kann halt dann auch Synroc dabei sein. Ich habe jetzt schon ziemlich viele aufgemacht, also ja, bin schon langsam nicht mehr so im Lucky-Bereich unterwegs, sagen wir es mal so. Die Motivation ist jetzt auch so ein bisschen im Keller tatsächlich, aber mit einem Proc geht sie wieder ganz weit nach oben, bin ich mir sicher. So, jetzt schauen wir mal, 90 haben wir schon mal. Es zieht sich hier mal ein Ticken. So, da müssten wir die 100 haben, na wunderbar, dann können wir das schon mal zumachen. Packen wir sie aus, die Teile, mit meinem Makro, das ich mir vorhin gebastelt habe. Und ja, im Schnitt kriegen wir 8 von den Trollfragmenten aus einem Ding raus. Plus ab und an, wie ihr seht, diese Trolltafeln. Ne? Da habe ich hier unten einige. Die habe ich aber nicht alle aus den Kisten, weil die Trolltafeln sind schon ja, ein bisschen seltener, würde ich sagen. Und die kann man aber auch im Auktionshaus kaufen und verkaufen. Also theoretisch kann man damit auch Gold machen. Aktuell seht ihr, minimaler Sofortkaufspreis sind jetzt 800. Ich habe mir die für 300 gekauft, die Dinger. Da waren sie mal ein bisschen günstiger. Ein bisschen günstiger. So, okay, jetzt müssen wir noch mal ein bisschen mehr aufmachen. Muss bloß immer schauen, ne, dass ich jetzt nicht genau auf 200 hochbastle, dass ich so bei 190 auf jeden Fall aufhört zu öffnen, weil das schneidet quasi alle, die über 200 hinausgehen. Okay, kacke, jetzt habe ich es verkackt. Haben wir es verkackt, haben wir es zu sehr durchgedrückt. Ja gut, jetzt haben wir vielleicht maximal 5 Dinger verloren, ne. Ist jetzt auf die lange Sicht ist das jetzt nicht fatal, aber muss ja nicht sein, dass wir welche wasten. So, okay. Immer schön die Trolltafeln vorher einlegen. Wurde mir vorher auch beigebracht, weil sonst registriert das System das nicht. Ich dachte immer, wenn ich die Wärmen cast rein tue, passt das auch, ne? Aber anscheinend nicht. So, wir haben wieder nur grauen Scheiß bekommen, wie ihr seht. Also war nichts Tolles dabei. Was ich jetzt ein bisschen bereue, ich habe bei den ersten ein paar Dingern, die ich aufgemacht habe, die Teile verkauft, ne? Sonst würde man die insgesamt, also es sind ja immer die gleichen Sachen, die nehmen ja nicht so viele Slots quasi weg, aber ich dachte mir, ich verkaufe die, sonst müllt's mein ganzes Inventar voll, aber die stacken ja quasi hoch, ne? Also ich hätte die gar nicht verkaufen brauchen, dann hätte ich auch schön auf einen Blick sehen können, wie viele Dinger ich jetzt schon aufgemacht habe, aber gut, zurückkaufen kannst du die glaube ich auch nicht, also von dem her ist das jetzt eh schon rum ums Eck, weil ich vorhin auch einmal gerelockt habe. Aber man kann es hier im Journal, glaube ich, nachgucken, ne? Wie viel man gecraftet hat und es theoretisch dann so ein bisschen zusammenzählen. Dann können wir uns auch am Ende mal kurz angucken, ne? Bei wie viel ich so Pi mal Daumen bin. Ich müsste jetzt schon wahrscheinlich insgesamt schon über 200 Souls haben, ne? Ich denke mir, wir gehen vielleicht schon so langsam auf die 300 zu. Also es ist schon eine gewisse Hausnummer. So, wollen wir jetzt wieder overcappen, machen wir jetzt hier gleich schon mal einen kleinen Stopp rein, craften wieder ein bisschen was. Halt, das Ding vorher reinsetzen, ich bin ja lernfähig. Mmh.
Also so wie das aussieht, wird es wahrscheinlich echt darauf hinauslaufen, dass ich mit anderen Chars das auch farm, ne? Also und mal teste, ob diese Theorie richtig ist, dass man bei den ersten zwei Blauen, dass man die halt schnell kriegt und dass da auch Zinrock dabei sein kann. Vielleicht fahre ich tatsächlich so schneller. Muss ich mal gucken, ob da was dran ist. Gut, dann haben wir jetzt wieder 100 durchgeballert. Langsam beißt's aus mit meinen Kisten. Ich habe jetzt nur noch 100, also für eine weitere Folge reicht's noch. Und danach muss ich tatsächlich wieder lostigern. Ja, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart für die Episode. Wenn ihr wollt, schaut doch gerne beim nächsten Mal wieder rein. Da haben wir hoffentlich ein bisschen mehr Glück. Und ja, dann sehen wir uns da wieder. Euer Tüller, bis zum nächsten Mal. Ciao.